Dieses Video stellt die Bedienung von Leonie der Version 1.8.18 dar. Es gilt auch für höhere Versionen. Bei gravierenden Änderungen wird das Video überarbeitet. Sie haben eine Befragung eingestellt und eventuell auch bereits durchgeführt und möchten Ihren Fragebogen oder gar die ganze Befragung mit allen Daten anderen Personen zugänglich machen. Damit Sie diese Person in Leonie auswählen können, müssen diese zuerst Ihre Daten in der Accountverwaltung des IQSH freigeben, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. So können Sie sich für andere Leonie-Nutzer sichtbar schalten. Besuchen Sie bitte folgende Internetseite. Melden Sie sich in der Accountverwaltung mit derselben E-Mail-Adresse und demselben Passwort wie in Formix an. Klicken Sie unter Profil, die Registerkarte, Datenfreigabe an. Wenn Sie der Datenfreigabe zustimmen, können andere Personen aus Leonie heraus Ihnen einen Fragebogen oder eine komplette Befragung übertragen. Folgende Daten werden übermittelt: Anrede, Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Dienststellennummer. Nachdem Sie den Fragebogen oder die Befragung in Ihren Bereich in Leonie kopiert haben, könnten Sie den Haken bei der Datenfreigabe wieder abwählen. Sie klicken bitte auf das grüne Briefsymbol der Befragung, die Sie übergeben möchten. Dort können Sie die Person oder die Personen durch E-Mail-Adresse, Namen oder Dienststellennummer suchen. Mit einem Klick auf das grüne Briefsymbol übergeben Sie eine Kopie des Fragebogens. Mit einem Klick auf das blaue Symbol übergeben Sie eine Kopie des Fragebogens und eine Kopie der Ergebnisse der abgeschlossenen Befragung. Mit einem Klick auf das rote Symbol übergeben Sie die vollständige Befragung mit allen Daten. Der Fragebogen und die Befragungsdaten werden dabei aus Ihrem Bereich gelöscht. Wenn Ihnen jemand einen Fragebogen oder eine Befragung überwiesen hat, finden Sie in Ihrem Leonie im Bereich Meine Befragung einen Button, der ankündigt, dass Sie eine oder mehrere Befragungen erhalten haben. Nachdem Sie den Button angeklickt haben, öffnet sich das Fenster, das Ihnen die Übernahme des Fragebogens bzw. der ganzen Befragung oder die Ablehnung der Übernahme ermöglicht. Rechts sehen Sie die E-Mail-Adresse des Absenders. Übernehmen Sie den Fragebogen durch einen Klick auf das Symbol in einen Ihrer Leonie-Ordner.